Hallo Mitspieler, mein Name ist Salo Riot und ich begrüße euch zur 67. Episode dieses Empyrean Let's Plays in der 5. Staffel. 67 Episoden. Das hätte doch keiner gedacht, dass der Empyrean Server, den wir hier haben, so lange stabil läuft. Da hat sich der Wechsel des Anbieters nach PGS doch sehr gelohnt. Gut, was mache ich hier? Ich bin auf meinem Server unterwegs, wie ich eben schon erwähnt habe, und schaue mir die Sachen an, die hier von den Spielern gebaut wurden. Wir sind hier mittlerweile in unserer Fraktion knapp 50 Leute. Und das ist auch gut so. So, aber was nicht gut so ist, das ist, dass ich jetzt, ich habe eben schon mal leicht angetestet, vor einem Bereich stehe, der im Grunde genommen kaum befliegbar begehbar ist. Da stehen so viele Sachen, auch große Sachen. Fliegt jetzt in die richtige Richtung, ich glaube ja. Unter uns sind irgendwelche Admin-Geschichten, beziehungsweise irgendwelche POIs, die brauchen wir nicht. Hier stehen so viele Sachen, dass es dermaßen leckt, dass ich fast nicht bereit bin, hier irgendwas groß zu zeigen. Ich meine, ich will es gerne zeigen, aber es leckt einfach und ich habe keine Lust, hier teilweise Standbilder von 2 Sekunden zu zeigen. Das heißt, ich werde die Sachen von außen abschwenken und dann war es das leider. Tut mir natürlich leid für die beiden Jungs Apokalypse und Captain Crunch, die hier übelst am Arbeiten sind, aber hey, auf Teamspeak haben wir schon oft genug gesagt, beziehungsweise es wurde schon oft genug von allen Leuten gesagt, dass es hier ableckt, wie irre, dass es hier kaum Frames, guck mal, wie das Bild steht. Ja, das will ich keinem zumuten. Ich meine, wir haben hier noch Platz hier im Universum, das hätte man alles schön verteilen können, dass man sich das alles hätte auch von innen ansehen können. Aber so, ey, guckt euch das an. Das finde ich traurig. Ich verstehe auch nicht, wie die beiden Jungs hier spielen können. Ich meine, die müssen halt selber haben oder haben die irgendwelche Rechenzentren zu Hause mit irgendwelchen abgefahrenen Rechnern? Ja, da steht es. Völliger Einbruch hier. Ha! Kurzen Windows-Request aufgegangen, Spiel reagiert nicht mehr, ob ich es beenden möchte. Leute, ihr habt euch so viel Mühe gegeben, ich würde es gerne anerkennen, ich würde auch gerne hier eure Flotte zeigen und sowas alles, aber es geht nicht. Das ist einfach zu schlecht, was hier die Framerate betrifft. Empyrean ist noch nicht optimiert, das ist echt schade, weil diese Schiffe da unten, das würde mich auch alles sehr interessieren. Und so bleibt es leider bloß bei einem Überflug. Was haben wir hier hinten noch? Wahrscheinlich Apos dicke Hotelanlage, die er gerne mal baut. Na, schade. Das ist echt schade, Leute. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht bereit, so ein Daumenkino durchzuspielen. Das müssen wir nicht haben. Ja, Aufruf an euch, wenn ihr das seht. Verteilt die Sachen. Stellt sie weiter auseinander. Ihr seht ja selber, wann es leckt, wann es nicht leckt. Ich will es gerne zeigen. Aber ihr müsstet leider, müsstet ein kleines bisschen besser vorbereiten. Sorry, sorry, sorry. Ich versuch's nochmal hier von der anderen Seite. Schön mit dem Sonnenuntergang und das Bild steht. Ja, und mein Rechner ist ja an und für sich auch nicht der schlechteste. Ich frag mich, wie ihr das aushaltet. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr macht, ob ihr komplett alle drunter geschraubt habt. Ob ihr hier mit was weiß ich, 600 mal 480 spielt oder noch weiter runter von der Auflösung. Ob ihr alles abgestellt habt. Deshalb ist es ja aber auch nicht mehr sehenswert. Ja, schade. Leute, ändert es, sagt mir Bescheid, dann komme ich gerne wieder. Gut, dann war es das auch auf Oskutun. Dann habe ich hier auch alles abgeschwenkt. Na, eben nicht alles, aber na, die Gründe habt ihr eben gehört. Dann suche ich mir irgendein neues Opfer. Obwohl, hier, glaube ich, hier oben im Orbit war noch eine Station, die wir nicht gesehen haben. Die können wir nochmal schnell anfliegen. Vielleicht ist das ja was Schönes. Ups. Cockpit-Optik. Eigentlich wollte ich ja Kamera von außen. Jetzt sind wir schon am Übergang. Karre steht. Oh, und jetzt mal Blick von hier. Auch schön. So. Wo könnte die Station sein? Na, so wie es aussieht, hinter Oskutun. Wenn wir ein Stückchen rumfliegen müssen.
Ja, unten im Chat, da wird ein etwas neuerer Spieler gerade mit Ressourcen versorgt. Der Bruno erledigt das sehr schön. Ah, ist schon ein tolles Team hier. Gute Kameradschaft. Viele Leute ständig auf Teamspeak. Ja, und generell, ihr könnt auch hier auf den Server kommen. Unter jedem Video ist der Link, der euch zu der Kanalinfoseite hier bringt von YouTube, also meine Kanalinfoseite. Und dort stehen die Zugangsdaten. Ich meine, der Server ist so zu finden in der Serverliste, aber halt das Passwort findet ihr alles, wie gesagt, auf dieser Kanalinfoseite. So, und da vor uns tut sich doch schon irgendetwas auf. F6 anmachen, ob wir irgendeinen Namen bekommen oder so. Apo Industry Yorktown, okay. Sieht ja auch witzig aus. Aus wie so ein Gyroskop. Ein bisschen. Okay. Ja, witzig. Spannend. Kommen wir hier rein? Oder wo ist denn oben, wo ist denn unten? Weiß man ja eigentlich auch nicht. Und buff. Na, ey, offen bleiben. Geht's weiter? Okay. Schöner großer Hangar. Man weiß nicht so richtig, wo hier oben, wo hier unten ist. Wo sind denn die Parkplätze? Wo parkt man denn hier sein Schiff? Oder fliegt man hier bloß so durch? Das ist alles in allem ganz schön dunkel. Hi. Na, witzige Idee an sich. Aufmachen. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen als Astronaut hier ein bisschen rumspringen. Hängen geblieben. Okay, dann gehen wir mal raus. Jetpack. Mal die Lampe anmachen. Hier mitten ins Getümmel. Und hier irgendwas. Ja, da scheint irgendeine Anlage zu sein. Ah, hier unten auch ein großer Platz. Mit Bäumen in Space. Ah, sind wahrscheinlich Gummibäume. Oh ja, cool. Das ist eine schöne Ansicht. Von der Größe her. Ja, an für sich müssten das alles noch mit fetten Lichtstrahlern irgendwie angeleuchtet werden. Aber das Licht leuchtet ja hier nicht so weit. Wie sieht es dann aus, wenn ich das Jetpack ausmache? Dann haben wir auch Gravitation sozusagen. Ups. Mal gucken, ob man hier das Treppensystem so ein bisschen durchschaut. Ah, Gartensektion. Haben wir hier denn nicht alle in einem nicht auch ein bisschen von dem Hellen? Ja, ein bisschen ist davon da. Sehr schön. Schöner großer Garten, anscheinend über zwei Ebenen. Ah, Küchenbereich. Erinnert mich daran, auch was zu essen. Auch schön angelegt mit den Lampen. Gefällt mir. Ja. Okay, nur ein tiefer. Leicht aufgeschlagen, aber nicht verletzt. Wie sonst immer. Free Food Restaurant. Free finde ich ja immer schön. So, wir treiben uns mal erstmal weiter hier draußen rum. Gucken, was hier für Anlagen sind. Was haben wir denn da? Was leuchtet da? Und die Generatoren drehen sich da anscheinend. Okay. Down to Engineering. Später. Da ist anscheinend irgendein Wohnkomplex oder so. Könnte ich mir vorstellen.
nachfüllen. Ja, irgendwie so unter freiem Himmel hier mit Pflanzen und Hinsetzen und so, das ist schon irgendwie nett. Biotech Lab. Okay. Alles in der Grundtextur, stahlmäßig. Ich meine, gut, das ist schöner als eine kahle, unfarbige Wand. Aber man hat es schon sehr, sehr oft gesehen. So. Na, im Grunde hat man alles oft gesehen. Mittlerweile fast alles, denke ich mal. So, Biolab. Ja, wenn man jetzt, was weiß ich, hier was aus der Maschine holt und da drüben einlegen muss oder so, dann hat man natürlich einen Umweg. Hier ist ja auch auf dem Boden eingezeichnet. Ja, kleines Labor sieht von draußen viel, viel größer aus. Fein, fein. Dann laboriert noch weiter. Oh, was haben wir denn da in der Mitte? High Life Apartments, okay. Wohnkomplex, wie ich angenommen habe. Rezeption. Dann gehen wir nochmal hoch in die Räumlichkeiten. Ups, sind wir schon vorbei? Ja. Erste Etage. Tür, Tür, Fenster. Oh, niedrige Decke. So das Gefühl, dass ich mit dem Kopf oben an der Decke langschleife. Oh, da steht das Sofa. Da kommen wir nicht auf den Balkon. Hier auf diesen kleinen Runden. Von außen schon gesehen. Sehr nice. Ja, Problem ist, dass du hier kaum was hinstellen kannst, ne? Ha. Aber schön. Ups, kann man gerade durchlaufen. Und das ist praktisch dasselbe gespiegelt. Fein, fein. Ein höher. Und das anzunehmen, dass das jetzt immer derselbe Raum ist. Oder tut sich was? Ich fahre mal ein bisschen nach ganz oben. Ja, ist vermutlich immer dasselbe. Dann mal wieder runter. Wo ist das nächste Objekt der Begierde? Ha, laufen wir hier einfach mal weiter. Aber sieht von außen auch cool aus hier mit diesen Rohren, diese runden Balkons. Das hat schon was. Nice. Was ist das hier für ein Klotz? Food Court, okay. Ach, ist so eine Art Imbiss. Ist ja auch cool. Mit Tresen. Eckig. Nach innen. Aber halb so wild. Kann man machen. Down to Engineering. Wurde schon öfter angeboten. Hier kommen wir rein. Okay. Könnte man sich zur Not selbst bedienen, wenn keine Bedienung da ist. Und hier haben wir irgendeinen pyramidenartigen Bau. Plattform 12 to 15. Apartments and Lab Engineering Down. Da geht es jetzt um Engineering, nehme ich an. Das scheint ja auch was größer zu sein. Oh, nice. Auch mit einer fetten... Ach, jetzt sind wir hier. Ist das der Innenraum, wo ich eben durchgeflogen bin? Ja, vermutlich. Ah, und kick mal hier, diese Etagen. Die habe ich eben ja nicht gesehen, da ich glaube, ich kam hier über die Achse durchgeflogen. Deswegen sind mir diese Landeplätze ja nicht so richtig aufgefallen. Ja. Nice, ja. Ja, hier hätte man die Pyramide auch von innen weiterbauen können. Dann hätte man diese Klötzchenwände nicht. Na, da gibt es ja praktisch auch die Möglichkeit. Ich demonstriere einfach mal. Und zwar müsste der Onkel sein hier. Tidip. Und den, wenn man den jetzt hier, zack, so nebenhaut, dann mit ihm hier auffüllt, hat man am Ende zwar eine doppelt dicke Wand, aber man hat hier... Ja, innen drin auch eine schöne gerade Fläche. So wird X eventuell probieren. Nachladen. Bau das doch wieder ab. Hier hört er nicht mir. Zack. Das ist wieder so wie da. So, kommen wir hier von Plattform zu Plattform. Gibt es hier irgendwelche Verbindungswege? Nee, anscheinend nicht. Okay. Da muss man schon genau wissen, wenn man beispielsweise da drüben unten geparkt hat, wie man denn dort auch wieder hinkommt.
Ja, muss man sich die Sektion schon irgendwie merken? Ich meine, überall stehen hier irgendwelche Nummern, aber jetzt hier direkt hier oben habe ich da noch irgendwie keinen Schlüssel für gesehen. Was man sagt hier, Parkbucht 11 und 12 hier lang oder irgendwie sowas. So wie man es beispielsweise im Parkhaus hat. Da sind ja auch immer irgendwelche Systeme. Aber egal. So, Cargo und Ammo. Mit einer fetten Hangartür. Oh ja, Kistenparade, nice. Auf der anderen Seite Crafting. Auch schön, die Konstruktoren alle schön mit Rohren verbunden. Oben kann das Licht dran scheinen. Wenn die Sonne sich bewegen würde oder der Planet oder wenn sich hier im Space generell überhaupt einer der Himmelskörper bewegen würde, das ist ja leider nicht so. Ein Schwerkraftgenerator an der Ecke. Ja. Kann man machen, bloß wenn man hier wohnt, ob man immer zwischen den beiden Hangars hin und her rennen will. Oh, ich brauche noch mal eine Handvoll Eisen und eine Prise Kobalt. Dann hat man hin und dann wieder zurück. Du bist auf Dauer auch nicht so praktisch. Dort kommen wir. Aber gefällt mir generell sehr, 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 sehr gut. Dieses Riesen-Gyroskop sozusagen. Plattform. Ach doch, da steht's ja. Plattform 8 bis 11. Okay, das bezieht sich jetzt hier auf diese Plattform, die wir hier betreten und den Aufzug runter. Gut, das muss man ja auch erstmal gesehen und verstanden haben. Ja, nice. Jetzt kommen wir dazu. Eins am anderen. Ich glaube, jetzt sind wir aber auch einmal. Nee, sind wir noch nicht. Hier ist noch. Diese vierte Ecke. Hier haben wir noch den Control Tower. Auch eine Rezeption. Kann man sich anmelden. Okay, so leicht angedeutete Büros hier. Nächste Station. Na, könnte hier schon die Flugleitung sein. Überall fette Displays. Ein bisschen rausschauen. Ups, achtet, wart. Höher geht's nicht. Okay. Hier geht's höher. Aha. Eine Etage ist noch. Oh, und hier sind einfach ein paar Kisten. Okay. Wieder runter. War so hochgefahren oder sind wir jetzt im Keller angekommen? Ne, jetzt sind wir wieder hier. Gegenüber geht's zum Medikus. Auch mit Rot angedeutet. Sehr gut. Dass man es schnell finden kann. Gut, dann wollen wir hoffen, dass die Leute, die hier zum Arzt wollen, sich nicht ein Bein gebrochen haben. Dass sie nicht so weit laufen müssen. So. Erste Etage. Und ich finde es ja ganz schön düster. So von der Sache her. Bloß jede Lampe mehr macht ja auch wieder Leck, sozusagen. So ein bisschen labormäßig. Und dann sind wir oben. Hier können die Patienten dann nochmal ein Baguette essen oder sowas. Ups. Jetpack aus, kann ich gleich wieder zurückrennen und mich in so eine Säule reinstellen. Gut, muss ich aber auch nicht. Ja, nice. Auch wieder schön mit Rohre oben verbunden. Und sind wir dann nicht einmal rum? So ein Ding hat auch bloß vier Ecken, bin ich der Meinung. Oh, hier gibt es einen kleinen Bruch, was die Texturen betrifft. Freefoot, ja, hier waren wir doch. Aber hier oben waren wir nicht drauf. Hier ist auch nochmal ein Bereich, wo man sich denn hinsetzen kann. Und im Greenhouse waren wir. Ja, cool, dann bleibt ja praktisch bloß noch, was heißt bloß noch? Ich vermute, dass doch was größer sein wird, hier der Engineering-Bereich. Okay. Ich hätte jetzt fette Räumlichkeiten hier vermutet. Ah, lass uns mal treiben. Von unten aus. Da sind wir eben drauf lang gerannt. Schöner großer
kostet Objekt. Da geht es jetzt zu den Landeplattformen, nehme ich an. Das ist jetzt die unterste. Nein! Hier fehlt Gravity, würde ich sagen. Deswegen hat mich das so weggetrieben. Hier kann ich laufen. Hier in der Mitte fehlt Gravity irgendwie. Na, aber was soll man auch machen? Soll man hier mitten drin so ein Ding stellen? So ein Gravitationsteil? Weil die haben ja auch bloß einen Radius von 38, habe ich letztens mal so ein bisschen nachgerechnet. Ha. Das ist natürlich schwierig. Jetzt direkt hier in auf der Ecke stellen, sieht auch blöd aus. Ja, müssen wir durch. Geht nicht anders. So, und jetzt kommen wir hier auf die nächste Landeplattform. Ja, das wird wahrscheinlich in allen vier Ecken ähnlich sein. Wir springen mal und schlagen uns die Sicht leicht an der Kante auf. Gar kein Problem. Ups. Moment, Engineering down? Was, wir sind doch down. Und Facilities up. Es gibt kein weiteres Down. Das finde ich ein bisschen irreführend. Okay, gucken wir mal, was wir hier unten sonst noch haben. So, ein Aufzug sind wir runtergekommen. Core Authorized Access Only. Da fehlt, glaube ich, ein H. Egal. Ich autorisiere mich mal kurz. Und gucke einfach nur. Oh, cool. Schön alles mit Rohren. Schön unübersichtlich. So wollen wir doch haben. Ein bisschen actionreich so aussieht. Cool. Vielleicht könnte das Licht noch ein bisschen stimmiger. So dieses Putzlicht, so ein strahlend weiß. Da könnte man noch ein bisschen Stimmung rausholen von der Sache her. Aber es sind echt Kleinigkeiten, Leute. Ich will auch hier nicht das Haar in der Suppe finden. Ich sag bloß das, was ich so ein bisschen denke. So ein Eckaufzug. Dort geht es wieder zu diesen Landeplattformen. Fuel Tanks. Die werden wir uns ansehen. Auch schön über Rohre verbunden. Auch schön stimmig in der Farbe. Sehr schön. Auch hier wie diese grelle Licht. Das wird hier anscheinend bevorzugt. Oh, Tanks sind ja eine Menge da. Aber mit die Büchse nicht irgendwann hier ausgeht. Meine wird so trotzdem, aber ich habe mal ein bisschen was nachgelegt. Ja. Oh, drei Ebenen. Wie viel sind das insgesamt? Wie viele Tanks hat man da? 200 Signallichter alleine verbaut. Krass. 26 Rolltore. 38 O2 Tanks. 34 O2 Stations. 199 Lichter. Ja, da kommt schnell was zusammen. Aber warum sehe ich jetzt die Tanks nicht? Da, 58. Auch eine ganze Menge. Die Büchse heißt Apo Industrie Yorktown. Ich weiß nicht, ob das im Workshop verfügbar ist. Keine Ahnung. Trip, trip. So, machen wir uns mal weiter auf den Weg. Ich glaube, die Episode wird doch leicht länger. Na, Sachen, wo ich annehme, dass wir die schon gesehen haben an einer anderen Ecke, gehe ich schon gar nicht mehr hin. Ich hoffe, ich übersehe dadurch auch nichts. O2-Schichte. Auch ähnlich wie nebenan mit den Tanks, mehrere Etagen, sehr cool. Oh, was könnte da noch fehlen? Generators, okay, Maschinenraum sozusagen. Ah, hier auch gekennzeichnet, Vorsicht, radioaktiv. Ah, nice. Hier wird anscheinend auch noch Luft eingeschmeißt. Oh ne, farblich sind das ja die Rohre, die auch an den Tanks waren. Ho. Nice. Schön in Szene gesetzt, die fällt mir gut. Schönes Ding.
weiter. Eine Ecke ist noch, oder? Schön, dass du doch alles so gegliedert ist. Jetzt sind wir wieder hier am Kern, oder? Chor, ja. Dann würde ich einfach mal so mit dem Jugendlichen Leichtsinn behaupten, dass wir alle gesehen haben und mach dann Feierabend. Ich meine, jetzt, was jetzt noch bleibt, ich suche einfach mein Schiff. Ich glaube, dass ich doch zufällig oben abgestellt habe, also praktisch auf dem Dach. Juti, machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.